Hallo Leute, ja, wir sind hier in Neubrandenburg und wollen den Zug, der nach Achim hochfährt, Richtung Bad Mergentheim weiter und Friedrichsdorf, schauen, ob wir da noch den einen oder anderen runternehmen können, damit wir nicht so ganz stark in den Miesen sind. Nach dem Logo gucken wir uns das genauer an. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir einen Zug davon erwischen. Dann brauchen wir jetzt. Oh, keiner da, alle weg. Da fährt einer. Dann schauen wir mal rein in die Linie hier. Fahrzeugliste. Knapp daneben. So, da haben wir einige Züge fahrend. So, der fährt plus, der fährt plus, der fährt plus. Und die anderen beiden fahren minus. Und der fährt hier extrem viel minus. Das heißt, wir nehmen den mal runter. Ausmustern, wenn er, ne, keine Fahrgäste mehr hat, dann ist tatsächlich die Frage, ob wir den zweiten mit diesen 10.000 nicht vielleicht auch das gleiche machen in Grün, ne? Weil momentan können wir es uns definitiv nicht leisten, mit Minuszügen rumzufahren, und das andere ist ja dann noch, drei sind dann noch drauf, die fahren noch plus. Dann wird der und der vielleicht auch besser und dann könnte es auch klappen, ne? Schauen wir uns dann an. Gut, gehen wir mal in die Liste rein mit den Zügen, Liste aller Fahrzeuge. Ne, die brauchen wir nicht. Fahrzeugliste brauchen wir. Sortieren wir hier nach Gewinn. Und ja, 385.000. Solche Züge brauchen wir, ne? Und nicht solche Züge hier mit 60.000 Miese. Da ist noch einer, der so viel Minus einfährt. Wer ist denn das? Köln, Jena, Königsbrunn. Also, ne, da müssen wir hier gucken, dass wir. Da ist nur einer drauf und der fährt recht schlecht. Passagiere durch die Gegend, aber den müssen wir jetzt erstmal so lassen, ne? Aber das haben wir ja auch bearbeitet, vielleicht wird das ja besser, müssen wir mal schauen. Nächste wäre dieser hier mit 50.000 Miese, den haben wir aber auch schon angehalten, dass der nicht so schnell weiterfährt. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier bei dem vielleicht auch machen sollte, ne? Ist natürlich so eine Frage, ne? Guck mal, Fahrplan. Warten auf Mindestbeladung. 1%. Wenn, dann würde ich 5% machen in Köln. Vielleicht machen wir das überall. Dann bleibt er wenigstens ein bisschen stehen, ne? Wie viel ging rein? Weiß ich jetzt gerade nicht. Kapazität 80. Vier Fahrgäste sollten immer drin sein. Erstmal schon mal. Das ist ja schon mal was, oder? Ja, müssen wir mal gucken, ob das so läuft. Den können wir uns mal hier unten reinmachen. Jetzt hat er ja 28. Der hier hat wie viel? Was ist da angegeben? 20%. Das sind 16 Fahrgäste. Okay, der wartet natürlich eine ganze Weile dann noch. Aber dem ist dann halt so. Lippstadt. Dann haben wir hier Bünder Ettling noch. Also, das ist hier. Nee, das kann ja nicht da unten sein. Also, das ist dieser hier unten, ne? Dieser ist dann. Ah, der eine ist jetzt gerade rausgeflogen, weil er entladen hat. Das war klar mit Jena. Lippstadt, der steht da. Dann haben wir hier Bünde Ettling. Ach, das haben wir umgebaut. Die fahren ja nur noch Stückchen für Stückchen, ne? Aber warte mal, Bünde Ettling? Ach so, der wartet jetzt wahrscheinlich gerade auf dem freien Bahnhof dann, ne? Kann das sein? Ja. Und der wartet auf Beladung. 20% sag nicht jetzt, ne? Dann haben wir ein Problem. Das wären 16. Das heißt, er wartet noch auf zwei Passagiere. Wie lange wird das sein? Das ist die Frage, ne? Der hier, warte mal, was war, weswegen haben wir den genommen? Ach so, wegen, wie lange hält er irgendwo an, dass er wartet, bis er weiterfahren darf. Aber warte mal, da haben wir hier einen Fehler gemacht. Da gehen wir nochmal in die Linie rein. Der darf auf gar keinen Fall in Köln oder in Königsbrunn warten, weil dann blockiert er andere Züge. Da müssen wir den Fahrplan nochmal ändern. In Köln musst du gleich durchfahren und genauso in Königsbrunn.
Da darfst du nicht stehen bleiben, sonst blockierst du mir die anderen Züge. Das bringt mich auch nicht weiter. So, dann hat er nämlich nur in zwei Halten dann zu warten. Dann füllen sich die ja auch vielleicht woanders auf, ne? So, und hier, Bünde will ich. Da kommen jetzt nicht die zwei Fahrgäste rein, ne? Schwierig. Bünder Rathaus. Da 85 Fahrgäste. Ja, das ist schon gewaltig, was wir da für Kosten haben. Jetzt haben wir 1,8. Lass uns mal gerade hier reingucken. Wie sieht das hier aus? Monatsbericht. Die Marge. Ah, die ist hier unten, ne? Das wird noch nicht besser. Ich weiß nicht, das. Ja, müssen wir gucken, wie es diesen Monat wird. Schade, schade, schade erstmal. 64 und hier ist 10.000. Aber der wird ja noch ausgemustert. Und er fährt einfach nicht. Jetzt der da unten ist weg. Das heißt, das funktioniert hier nicht. Das heißt, wir ändern das auch und machen hier 20%. Müssen wir runtergehen auf 10%, ne? Ist halt so. Der blockiert den Bahnhof und dann fährt der andere nicht. Jetzt müsste der andere ja gleich fahren, ne? Ja. Der hat nämlich 42 Passagiere da drin, ne? Da sollte schon was passieren dann. Und wie viel hat der da Wartezeit? Der hat ja auch ein Ende sozusagen. Das heißt, der muss nicht an beiden warten. Macht er auch nicht. Haben wir richtig eingestellt. Das passt schon mal. Ist das der jetzt hier? Ja, ne? Ja. So, der kommt ja jetzt an. Mit seinen 39.000 Miesen. Das sind 2.000, die er jetzt da rausgeholt hat. So, die steigen nur alle aus. Jetzt steigen sie ein. 40 sind drinne. Ist die Frage, ob das sich jetzt rentiert, ne? Kutsche hier. Sieht jetzt nicht alles so prickelnd aus, aber 37. Statistiken können wir mal angucken. Kann man hier Profit, könnte man sehen. Okay, da hat er mal Profit gefahren schon mal. Und vorher war das mit dem Profit immer ganz niedrig, gerade mal hier auf 0. Vielleicht klappt das jetzt, indem er immer hin und her fährt. Müssen wir abwarten. Wir können auch den Bündnerzug nochmal nehmen. Ne? Bünde. Billig war das. Wollen wir den denn jetzt hier? Lippstadt-Hafen, Bünde, Ettlingen. Also den haben wir jetzt nicht unbedingt hier drin, ne? Das sind alles Kutschen. Der Bünde Ettlingen, der ist sowieso im Plus am Fahren, oder wie sehe ich das? Weil, oder minimal Minus, das wäre dann nicht mal schlimm. Boah. Und so viele Kutschen, die da mit einem Tausender Minus fahren, ne? Die Schiffe sind leicht im Gewinn, okay. Wilsdorf Burghafen, der fährt plus. Ach, und Bad Mergentheim-Friesdorf Neubrandenburg, okay. Aber vielleicht hätten wir diese Linie auch so umstrukturieren müssen wie diese hier, ne? Gute Frage, ne? Und nicht einfach welche runternehmen. Also der, ach hier ist er doch, bündewillig. Der fährt 27 plus ein, da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Zurzeit. Der steht jetzt in Ettlingen, ne? Ja. Und wartet auf Fahrgäste, bis er 20 hat. Dann die Frage, ah, da kommt schon mal ein Schiff, dann hat er ja gleich wieder Passagiere, ne? Aber die bleiben innerorts, 16, auch geil.
Schade. Das ist nix. Da kommt der nächste. Auch Tierbauer Straße. Also vom Hafen aus brauchst du gar nichts erwarten. Kannst du hier mit der Kutsche eher was erwarten. Die bleiben auch alle, ne, zwei zum Rathaus, aber ja, keine Weiterbeförderung. Okay, aber nicht schlimm. Aber das sind doch 16, ne? Was haben wir hier für eine Wartezeit? 50%, okay, das würde ich jetzt mal andersrum auf 20 setzen. Fahr du mal mit 20, damit du wenigstens ein bisschen was hin und her bringst, sonst klappt das sowieso nicht, glaube. 50 ist schon sehr viel. Der hätte jetzt hier 35 minus. 62 minus. Er macht hier plus. Er hat auch 67 Passagiere wieder. Da gehen auch einige nach Ettlingen, das heißt, da kommen auch immer wieder welche her. Wie sieht's denn nach, also Willigbünde sind ja nur zwei Züge. Also nee, warte, sind drei, da hinten müsste ja auch noch, warte mal, steht der denn? Ah, jetzt habe ich ihn zugemacht, den Bünder, nach Willig. Wie lange steht er denn da im Hafen, im Bahnhof? In Willig. Gar nicht. In Bünde 10%. Okay, das lassen wir so. Da müssten wir eigentlich mit leben können. Mach den mal gerade zu. Und jetzt müssten wir nur den nach Bayreuth noch gucken, ne? Aber der sieht ja, der fährt ja auch plus ein, der fährt ja keine Minuszahlen an, ne? Wo ist er denn überhaupt? Der ist unten am Hafen irgendwo rumschwirren, ne? Und der steht tatsächlich da. Bayreuth, Bayreuth Hafen, Willig. Wie ist da die Fahrplanbearbeitung? Warte auf Mindestbeladung, 50%. Die ist nur in Bayreuth Waldhafen. Das ist mir zu viel. Mach mal 20. Weil der hat dann 32, hier 50 wären 40, der würde zu lange warten. Der fährt ja auch gut ein eigentlich, das ist ja das Problem. Gut, das lassen wir so. Da hält er gerade zwischen an und hat aber wahrscheinlich keine Fahrgäste gehabt, ne? Gut. So, wer fährt hier? Runde Ettlingen, 34. Ich glaube, es wird weniger und das wird auch weniger. Ich glaube, die beiden, diese Linie hier, die Dreiteilung, die passte schon. Oh, hier können wir lange scrollen, ne? Dann machen wir mal lieber den Schieber hoch. Ja, der ist ja dieser hier, ne? Wo ist die 61? Hier. Lippstadt Hafen, der steht halt da, ne? Wie viel Prozent haben wir da eingestellt? 20, das ist okay, würde ich sagen. Allerdings 20 sind noch zwei Stück fehlen, ne? Aber da sind ja auch Kutschen unterwegs, da muss ja was eigentlich gehen, oder? Wohl, der steht gerade Volksmarschstraße oder so ähnlich. Aber hier Schwandorf, da passt schon, da fährt er dann. Ich glaube, da kommen wir mit klar. Jetzt fährt er sogar, oder? Ja. Gut. Aber 50.000 Miese, ne? Aber die hat er gehabt, weil wir da keine Zeit drin hatten, denke ich. Das wird werden. Sieht erstmal gut aus, meine ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Was sagt denn unsere Statistik hier? Ah, die ist jetzt hier gewesen, ne? Die fetten Jahre sind vorbei, oder wie sagt man, ne? Aber warte mal, das sind nur noch 62%. Der war ja bei 300 und noch was eben. Und wie lange ist der Monat noch? 11 Tage. Vielleicht wird da ja noch was raus. Das war wenigstens höher kommen wie der Punkt. Puh, lass mal schneller laufen. Da tut sich gerade nichts hier, ne? Dass der höher kommt.
So einen Monat. Okay, wir waren im Jahr leider noch. Der Punkt ist es hier. Wenn ich jetzt noch mal länger laufen lasse, passiert denn da was? Ja, 255 Miese hier gerade, Prozent. Achtunddreißig, 736. Ich lasse den jetzt mal einmal bis Monatsende laufen. Ist schon heftig, ne? Wie viel waren das denn? 100. 101. Gucken, ob sich was geändert hat, wo wir das jetzt gerade gemacht haben. Hundertfünfundsiebzig, 170. Hundertsechzig. Hundertfünfzig. Oh. Das Problem, was wir haben, wir haben schon den 30. September, ne? Gibt es den 31. Jahr? Nee. Gibt es nicht, oder? Nö. Das war wieder ein schlechterer Monat dann, ne? Das ist natürlich eine geile Marge hier, ne? Mit 5000, ne? Aber die geht ja natürlich schnell runter, ne? Er hat jetzt 67, er hat 60, er hat 43. Das heißt, das Lippstädter, ja, das ist schon krass. Das sieht gerade nicht gut aus. Ist das der Lippstädter oder der Ettlingen? Hier ist der Lippstädter mit 60.000 Miesen. Wie fährt er denn so 16? Jetzt fährt er hin und her. Statistiken und Profit ist immer ein Minus. Ja, der wird immer im Minus bleiben dann sozusagen, ne? Jetzt hat er 20 Fahrgäste, wartet auf 13. Hat 19, hat 3 mehr wie normal. Puh, jetzt fährt er mit Nullen zurück. Das geht auch gar nicht. Warte mal. Lass das mal so machen. Jetzt steht er. Ach so, weil ich hier nicht auf Dingens bin. Gehen wir in den Fahrplan. Und hier müssen wir auch was machen. Mit 0 braucht er gar nicht zurückfahren. Auch 10% sollte er fahren. Das sind 8 Fahrgäste. Da muss er halt warten, bis Schiffe kommen. Ne? Und hier fährt er ja. Doch auf 20 hoch. Oder kann man da auf 25 eingeben? Ja, kann man auch, okay. Kann auch händisch eingeben, nicht nur die Schritte. Nochmal 25. So, dann fahren wir voran. Jetzt steht er im Hafen, hat 18, 25% sind 20, ne? Das heißt, jetzt muss er noch 2 abwarten. Lass mal schneller laufen. Jetzt fährt er wieder. Jetzt hat er 9000. Er muss 20 haben. Jetzt hat er 20. Hat genug, dass er gleich zurückfährt. Ah, jetzt ist hier die Zahl. Die höchst niedrigste Zahl ist hier und diese Scheinzahl ist wahrscheinlich, dass wir jetzt weniger haben. Okay. Wir haben 18. Oktober.
Jetzt fährt er wieder. Steht. Wartet. Wie sieht denn unsere Gesamtsumme aus? Gesamtvermögen ist noch 2,2 Millionen, okay. Machen jedes Mal, jeden Monat ein halbes Miese. Das ist am Ende nicht gut, ne? Jetzt wartet er da wieder. Nur wie lange? Jetzt müssen da mal Schiffe kommen, ne? Da war einer, jetzt fährt er wieder. 5800. Jetzt steht er wieder am Hafen und muss wieder warten, bis Schiffe kommen. Da kommt einer. Der hat aber nur 16 Wenn. Zwei Schiffe und der fährt weiter. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder einen Knick nach oben schon mal mit den 25%. Jetzt wartet er wieder auf zwei Schiffe in der Hoffnung, ja, er fährt schon wieder. 2700. 1900. Was sagt der Monat? Ist gleich zu Ende. Okay, das war auf jeden Fall schon ein besseres Ergebnis wie alle anderen. Das heißt, wir gehen noch mal in die Linie rein und gehen hier mal auf 33%. Gut, lass den mal fahren und wir gucken uns das so nebenbei mal an. Und hier sind wir jetzt bei dem, wartet auf freie Strecke. Das heißt, ja, die fahren fürchterlich miese. Oder sehe ich das jetzt hier falsch? Hier steht natürlich nur was von 13.000, ne? Der Zug hat 64.000. Fahrplan. Lassen mal hier 10% warten, genauso wie hier 10% warten. Ich hoffe, das funktioniert. Sagt die Statistik hier. Die liegt unten auf dem Boden, oder sehe ich das? Muss wohl, ne? Der macht keinen Profit, der fährt immer null, oder was? Kann nicht sein. Ach so, erst, nee, 1. November spielt auch keine Rolle, ne? Ach so, wir müssen noch Profit anklicken. Ah, guck mal, er hat ja das letzte Profit gefahren, so ist er nicht. Vielleicht wird es ja doch besser. So, wie sieht das hier auf dieser Linie aus? Fahrplan. Fährt 25. Wie viel steht die Statistik hier aus? Die sieht gut aus bis dahin. Ja, da war bestimmt die Stelle, wo er die ganze Zeit stehen geblieben ist, ne? Komm, hier machen wir mal auch die 33 rein. Ich glaube, das könnte besser sein. Also er hat zuletzt hier Plus gefahren, dieser hier. Fährt er denn jetzt erstmal hin nach Köln? Köln fährt er sowieso wieder zurück. Das ist ja ein Pflichtprogramm. Kann ich sehen, wie viel hier sehe ich die Passagiere? Es sind 23 drin. Lass mal nochmal schneller laufen. Jetzt kommt er in Jena an. Da steigen aus und das steigen ein und er hat wohl genug, dass er weiterfährt. Wie viel Prozent haben wir denn da eingestellt? Ach, 10 nur, okay. Sagt die Statistik uns, okay, die sagt, er macht ja Plus. Dann lass ihn so. Wir sind ja auch von 5 auf 10. Lippstadt Hafen. Da tut sich jetzt gerade nicht so viel, ne? Weil da muss noch ein Schiff kommen wahrscheinlich. Lass mal gerade fahren. Ja, dann fährt er auch wieder. Gut, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Das nächste, was natürlich ist, er wartet länger. Fährt dadurch weniger. Vielleicht schafft er dann doch nicht die Null. Könnte sein, muss aber nicht. So, Ettlingen wartet er,
Haben wir auf 33 gesetzt, ne? Komm, wir schauen, dass wir gerade auch da schneller laufen. 25, 28. Ah, er fährt schon, ne? Ja, dann ist ja gut. Statistik Profit ist ausgewählt. Lassen wir erstmal laufen so. Den haben wir hier. Den zweiten ist Lippstadt Hafen. Den haben wir hier. Das ist auch erstmal gut. Den dritten haben wir hier. Das ist Bünde-Ettling. Das ist der. So, dann haben wir Bünde-Ettling. Der nächste ist Gütersloh-Neubrandenburg-Köln. Hier fahren mehrere auf der Strecke, ne? Zwei nämlich. Okay. Der zweite fährt minus ein. Aber das sieht nicht danach aus, als ob es dauerhaft ist, weil wir einen runtergeschmissen haben. Wenigstens sieht es aus, als ob der jetzt plus fährt. Ja, wir sind schon lange unterwegs. Ich würde sagen, wir machen hier erst einen Cut und hoffen, dass dann die Berechnungen, die ich jetzt hier gerade angestellt habe, so ein bisschen besser werden. Ne? 7. November, lass uns mal gerade ein bisschen schneller laufen. Oh, 2,8 Millionen Miese. Wie sieht es denn hier nochmal aus? Kurz reingeguckt. Monat. Ah, die Marge war da niedrig, ist da schon mal besser. Da, wir drehen an der richtigen Uhr, aber in der Hoffnung, dass wir das in der richtigen Uhr noch hier drehen. Ne? Gut, ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.